Okay, herzlich willkommen zurück zum Demon Motor Magazin, dem Automagazin, wo die Corvette jetzt an ihre Grenzen gebracht wird. Mal gucken, wie es mit der Höchstgeschwindigkeit wirklich mit ihr bestellt ist. Halleluja. Das Automagazin, bei dem die Beifahrer um ihr Leben fürchten müssen? Ja, jetzt müssen sie aber richtig um ihr Leben fürchten. So, los geht's. Will ich mitfahren? Ja, du möchtest mitfahren. Du willst dieses geile Erlebnis mitbekommen. Was war das gerade? Ach, das war, weil das nur ein bisschen sehr bergab geht. So, man beachte den Tacho. Wir verlassen die Höchstgeschwindigkeit. Okay. So, ich mach mal so für das bessere Erlebnis. Wir sind schon weit über die Höchstgeschwindigkeit, wie du siehst. Sehr weit. Mal gucken, was aus diesem Auto herauszuholen ist. Wir haben schon fast 400. Ja, 400! Oh mein Gott! Ob das der Motor mitmacht? Ich glaube, die Stoßdämpfer sind hier eher wieder das Problem. Man darf hier auf keinen Fall lenken, nicht den einzigen Grad Lenkeinschlag, weil sonst ist sofort aus. Deswegen. Ach, deshalb Tastatur. Ja. Wow. 500, fast. Aber halt die 500 nicht geschafft, das ist sehr traurig. Ich bin sehr enttäuscht. Ich auch. Und? Guck dir den Knick an. Diese Landung, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Es gibt schon fast eine Auszeichnung hier. Die war noch. Es ist jetzt der Bremstest, 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 Bremstest! Nein! Oh Gott! Die Bremsen taugen auf sich. Guck dir den Bergkopf an. Das tut weh. Das tut weh. So, guck dir die Straße an. Oh, Scheiße. Noch Fragen? Gratuliere. Ja. Sie haben gerade den Geschwindigkeitsrekord für diese Etappe gebrochen. Sie haben gerade den Geschwindigkeitsrekord für diese Strecke gebrochen. Na. So kurz vor den 500. So kurz. Ja. Aber man muss mal bedenken, wie geil das ist. Der Wagen ist nämlich... Da hat er richtig gut was geleistet diesmal. Also wirklich, ja, die anderen Autos hatten nur 430. Also das ist ein gutes Ergebnis. Schade, dass die 500 nicht geknackt hat. Da hat er sich vorangesetzt. Das ist doch toll. Schade, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht geknackt hat. Aber das war gut. Das war echt schön. Ja, super. Nur bei 404. Interessant. Das war... Echt ein geiles Ergebnis, was der gemacht hat. Aber schade, dass er die 500 nicht geknackt hat, also ganz geknackt hat. Das wollte ich sagen. So, ja. So. Muss ich, glaube ich, hier ins... Ja, hier muss ich ein Safe-State machen. Ach, wieso wieder... Ach so, du hast wieder extra dazu gebaut. Hier muss ein Safe-State. Ich meine, da müsst du wieder umbauen lassen. Genau, und dann müsst du nämlich Etappe 1 nochmal fahren. Und diesmal als Rallye-Variante, denn dann ist mir noch mehr Geschwindigkeit aus dem rausholbar. Aber da muss ich erstmal einen Test machen, bevor wir wieder aufnehmen. Ja. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das hat das Auto sehr gut gemacht. Kriegt das auf jeden Fall ein gut bis sehr gut für. Ein sehr gut kann ich ihn dafür nicht geben, weil es natürlich noch Luft haben muss für Lamborghini und Co., weil die werden den natürlich vom Thron stoßen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit dem... Ach Quatsch, das laber ich in den Kack. Wir wollen doch nur die Strecke umbauen. Ja, also dann bis gleich, bis wir das neu asphaltiert haben. So. Nein, wir sehen uns nie wieder. Bis gleich. Das war die letzte Ausgabe. Okay, wir haben den Sand ausgelegt, den Schotter ausgelegt, besser gesagt. Und ja, ein bisschen ist die Kurve umgebaut. Natürlich wieder innerhalb von 2 Minuten. Ne? So, los geht's. 2 Minuten und 5 Sekunden. Wenn ich bitten darf. Mal gucken, was das Auto auf der Rallye-Variante auf die Reihe kriegt. Ich habe sehr viel Hoffnung.
Ich habe keine Hoffnung. Auf 500 wieder die Grenze ist. Magische 500. Na, Linie sie überwunden. Na, die, oh, die, oh, das sieht gut aus. Die 500 aus. Werden wir auf jeden Fall überwunden kriegen, weil auf Rallye ist die. Oh, das sieht fantastisch das sieht aus. Na, yo, das sieht wirklich gut aus. Hammer geil. Na, die 500 haben wir jetzt locker. Abflug. Und die 400. 400 die haben wir 400 schon. Haben wir gut geknackt. Yo, das sauber, rockt. Sauber. Ah, jetzt gleich die magische Grenze. Die magische Grenze, da wird's kritisch wieder. Ah, die 500 wird schon langsam, da wird wieder schon. Wow, jetzt. Yo, die 500 haben wir schon mal. Ja, die haben wir. Sauber und der wird auch weiter. Oh, schaffen wir die 600 noch? Die 600. Schaffen wir die 600? Die schaffen wir bestimmt noch. Die schaffen wir. Komm, go. Jawohl. Ja, wir haben's geschafft. Schafft er die Kurve? Schafft er die Kurve? Schafft er die Kurve? Die Kurve. Wow. Easy. Wie sind die Rallye eingeschafft auf 280 km/h? Sie sind exzellent. Sie sind gut. So. Sauber. Sauber. Aber er hat die Kurve verkackt. 1A. Aber ich glaube, das gerade selber? Ja, natürlich denke ich jetzt selber. Muss ich ja, sonst würde ich ja gegen die Wand fahren. So. Oh, eine Brücke, eine Brücke. Und das war's. Scheiße! Oh komm, bitte lass das ausfallen. Flieg. Ah, das Spiel wird das Auto fliegt. Ja, dummerweise lässt das nicht ausfliegen, das Spiel. Das ist schade. Wow. Mich hätte die Auflandung interessiert. Schade, dass das Spiel das nicht ausfliegen lässt. Das gratuliere. Sie haben gerade die bisherige Bestzeit für diese Etappe unterboten und den Geschwindigkeitsrekord gebrochen. Der Crash, der Crash, der Crash, ey, der Crash. Ja, Wahnsinn. Das gibt Pluspunkte in der 10-Note. Natürlich. Dass da diese, für diese Show-Einlage, ne, das gibt Stunt-Pluspunkte. Oh mein Gott. Plus. Ja. Show-Einlage hier. Oh, aber guck dir das an, wie viel besser als. Naja, gut, nee, das kann man jetzt mit dem Supra gar nicht vergleichen, weil das jetzt ja in dem der Non-Rally-Variante ist. Aber der Supra hat auch irgendwas mit 500, aber keine 600. 623. 23,9. Das ist verdammt was gut, das Ergebnis. Was eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und trotz Crash 315 Durchschnitt. Weil man muss sich das... Weil wie geil das kommt, wenn man bedenkt, dass das Auto Höchstgeschwindigkeit 286 km/h hat, aber eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 315. 115. Der Motor willst du uns danken. Das ist aber alles hier nicht mehr von der Garantie abgedeckt. Das tut uns leid. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir in den Safe State laden. Da greift die Herstellergarantie nicht mehr. Was hast du gerade gesagt? Meinst du, du musst Strecke neu bauen? Ja, wir müssen die Strecke innerhalb von, also diesmal habt ihr nur 10 Sekunden Zeit, die Strecke neu zu bauen. Ich sage, sie brauchen 11. Sie haben es sogar schon fertig. Mensch, guck dir das an. Wir mussten nur ein bisschen, ne, ein bisschen Druck machen bei den Mitarbeitern und schon klappt das auch mit der Arbeit hier. Welchen Mitarbeitern? Na, die Frauen aus dem Swimmingpool halt. Oh, ich muss auf Lenkrad stellen. Das sind... Was? Die arbeiten für dich? Ich dachte, die sind mit dir verheiratet. Ja, das auch, aber die... Ne? Ach, was ist das hier für ein... Steuerung. Mann, und ich dachte, du wärst Hugh Hefner. So, ich will das jetzt natürlich jetzt wieder mit Lenkrad fahren, ist ja wohl ganz logisch. So. Was, du bist nicht Hugh Hefner? So. Nee, bin ich nicht. Ich bin enttäuscht. Ich bin der Chef vom Demonoto Magazin. Ich bin enttäuscht. Die Strecke ist cool, die ist lustig, weil die ist schön schnell. Und trotzdem kurvig, ne? So, das ist ganz schwierig zu fahren, weil es ganz viele leichte Kurven hat. Ich sehe schon. Da muss man so ein bisschen hier ein bisschen auf. Das sind alles nur so leichte Kurven, aber man kann sie trotzdem sehr schnell fahren. Na, für das Auto ist das natürlich wieder eine Belastung zu viel des Guten. Ja,
Kurvenfahrtauglichkeit ist ja nicht so der Wahnsinn von dem Wagen hier. Nee, absolut nicht. Das ist echt so eine Menge. Die Stoßdämpfer, die sind auch so eine Sache, aber die Felgen... Oh, freu dich auf die nächste Etappe. Oh mein Gott, die ist genauso episch. Die Felgen von dem Wagen sind der Wahnsinn. Die Beschleunigung ist auch sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Und... einen kleinen Brückensprung, so, hier, jo, bam, 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 so, über diesen, ne, so. Easy. Gefailed. Dieses Auto ist einfach durchweg scheiße. Also, das Auto kann man durchweg in die Tonne treten. So. Nicht durchweg, die Felgen, die sind der Wahnsinn. Ach, die sind auch die Taugen bei dem Auto, sagst du. Ja, na gut. Ach, wir haben ja letztens da eine Strecke, da haben wir zwei Runden nur auf den Felgen gefahren. Und das war schon beeindruckend, wie schnell das ist. Ich meine, am Schluss hätten die Felgen sich Richtung Erdkern durchschmelzen können, aber ansonsten, boah. Ja gut, das ist natürlich ein Argument, ja. Irgendwelche Pluspunkte muss das Auto ja auch noch haben. Ja, also immer daran denken, wer sich dieses Auto kauft, der braucht gar keine Reifen mehr. Nee, nee. 400 km/h ohne Reifen für die Autobahn. Das spart natürlich auch Geld dann, ne? Ja. Ja, das ist ein sehr gutes Pluspunkt. Und Winterreifen spart man sich dann ja auch. Man spart sich Sommerreifen und Winterreifen. Ja. Das ist wohl wahr. Ja, weil im Winter die Reifen, die Felgen, die sind dann so warm. Ja, der Schnee einfach verdampft instant, wenn er die Felgen berührt. Der verdampft, der schmilzt nicht, der verdampft direkt. Apropos Schnee, guckt sich, was sich so langsam nähert hier. So. Ja, können wir das ja gleich mal demonstrieren, wenn wir die Reifen wieder zum Platzen bringen, wie dann der Schnee einfach instant weggeschmolzen wird. So, einen Sprung muss er noch durchhalten. So, bam. Das hat er auch gepackt, erstaunlicherweise. Ja, ich bin stolz auf die Stoßdämpfer. So. Oh, wie gratuliere. Sie haben gerade den Geschwindigkeitsrekord für diese Etappe gebrochen. Wir haben zwar den Geschwindigkeitsrekord gebrochen, aber das hat er sich auch wieder zunichte gemacht, den Punkt, in dem er halt die Auflandung nicht überlebt hat. Das ist schon wieder ganz großer Bullshit gewesen. Er muss die Auflandung schon überleben, sonst ist das ja auch scheiße. Ne? Es ist nur ein Punkt von zwei möglichen Punkten. Naja. Okay. Aber jetzt pass auf, was jetzt? Jetzt kommt der Hardcore-Test für dieses Auto. Haha, jetzt wollen wir mal gucken, was die Achsen wirklich leisten. Mal gucken, wie dieses Auto so springen kann. Oh yeah. Erstmal ist es ja unscheinbar, ne? Sind ja wirklich sehr unscheinbar hier. Na, außer die schönen Bäume vielleicht, aber sonst. Aber die gehören eben halt dazu. Ne? Dieses atmosphärische, das hier ist die Schilder zeigen, die über die ganze Straße, dass es rechts rumgeht. So, pass auf, Beifahrer, pass auf, was jetzt losgeht. Das musst du sehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind gerade durch Bäume gefahren. Ja, wir fahren durch Bäume. Das merkst du jetzt erst. So. Ja. Das ist ja traurig. So. Pass auf. Da vorne. Da, siehst du das? Oh, shit. Da fahren wir sogar normal hoch. Stell dir vor, aber guck mal, was gleich passiert. Pass auf. Weehee! Oh, du bist ein Wahnsinn hier. Ich hoffe, dass der jetzt gleich den Sprung macht, den ich erhoffe mir bei dem Bär hier. Ich hoffe, der macht das. Bitte, sei so gut. Nein, er springt nicht. Warum macht er das denn nicht? Doch, wir fliegen doch. Nee, das war nicht das, was ich meinte. Ach, come on. Das ist doch kein Sprung. Ach, scheiße. Ich bin jetzt gerade mega enttäuscht. Wieso hat das nicht geklappt? Come on! Ich bin gerade völlig enttäuscht von der Kiste, aber total. Aber ich glaube, ich habe ein Replay, wo das besser ist.
Moment, da muss ich gleich nochmal gucken. Mega enttäuschend, mega enttäuschend, total enttäuscht. Ich bin völlig enttäuscht hier. Ich bin fast frustriert. Ich muss mal gucken, ob ich das Gegner hier noch habe. Gratuliere, Sie haben gerade die bisherige Bestzeit für diese Etappe unterboten. Ja, weil wir nicht geflogen sind. Das ist jetzt kein Pluspunkt. Der soll fliegen. Moment, ich muss mal was gucken. Sie haben eine der 10 besten Zeiten erreicht und den Geschwindigkeitsrekord für diese Strecke gebrochen. Aber deutlich besser als der 911. Ja. Ich muss aber mal was gucken, weil das ist, ich glaube, da habe ich ein Replay. Moment. Könnte es der gewesen sein? Muss mal gucken, ist das der Kurs zufällig? Oh. Der war es offensichtlich nicht.